Neuronen und Gliazellen, das Verhältnis von diesen beiden, sowie einem Superstar und einem gesamten Team, das nur dafür arbeitet, damit die Neuronen prallen können. Schauen wir uns das genauer an. Neuronen sind jene Zellen des Gehirns, die Informationen verarbeiten. Wir besitzen ca. 90 bis 100 Milliarden von ihnen. Aber keiner davon hat eine Ahnung, wer sie überhaupt sind. An spezialisierten Strukturen, sogenannten Synapsen, erhalten Neuronen auf ihrem Zellkörper und ihren kurzen Fortsätzen, sogenannte Dendriten, Signale von anderen Neuronen. Diese werden über lange und schlanke Fasern, den sogenannten Axonen, in kodierten Mustern elektrischer Aktionspotenziale, also Nervenimpulsen, an andere Neuronen weitergeleitet. Ziemlich viele Akteure also mit dabei, damit eine Information von einem Neuron zum anderen überhaupt gesendet werden kann. Jeder Impuls hat etwa 0,1 Volt, dauert 1/2000 einer Sekunde und rast mit bis zu 480 km pro Stunde an einem Axon vorbei. Bei Ankunft an einer Synapse löst ein Impuls die Freisetzung von Signalstoffen, sogenannten Neurotransmittern, aus. Diese verändern das Muster der Aktionspotenziale, die von dem empfangenden Neuron erzeugt werden. Im Grunde erklärt das, wie das Gehirn funktioniert. Aber die Neuronen arbeiten nur dann richtig, wenn sie von der richtigen Mischung von Chemikalien umgeben sind. Diese nennen wir Gliazellen. Diese stehen zu den Nervenzellen im Verhältnis von 50 zu 1 und halten dieses Chemikaliengemisch konstant. Sie helfen quasi bei der Verkabelung der Neuronen in dem sich noch entwickelnden Gehirn. Sie nähren das erwachsene Gehirn. Sie isolieren Axone, entsorgen tote Zellen und recyceln verbrauchte Neurotransmitter und schützen das Gehirn vor Infektionen. Jedes vernetzte, leitende Neuron hatte also um sich herum 50 Angestellte, Diener, die nur dafür arbeiten, damit die Informationsweitergabe erhalten bleibt. Dann verstehen wir auch, warum das Gehirn, obwohl es nur 2% unseres Körpergewichtes ausmacht, auch 20% der Energie in Anspruch nimmt. 90 Milliarden Neuronen. In jedem Kubikmillimeter grauer Substanz stecken 4 Kilometer neuronale Netzwerkverbindungen. All dieses komplexe System, hier drin in unserem Kopf, muss irgendwie erhalten werden, geschützt werden. Neuronen haben wir alle schon mal gehört. Gliazellen wahrscheinlich noch nie. Das sind die stillen Helden in unserem Kopf.